Ausnahmezustand in Berlin. Barack Obama ist hier, die Amerikaner haben die Macht übernommen. Der amerikanische Präsident ist mit 1200 amerikanischen Begleitpersonen hier erschienen. Und die haben natürlich hier um das Regierungsviertel herum, ich erkläre gleich, wo wir sind, einen unglaublichen Sicherheitsaufwand betrieben. Scharfschützen auf den Dächern, die Anwohner müssen die Fenster geschlossen halten, die Kanaldeckel sind verschweißt und, und. Von Angela Merkel wird der Satz überliefert, aber uns gehört doch das Tor, sie meint das Brandenburger Tor. Aber das ist ein Irrtum. Den Deutschen gehört das Brandenburger Tor vielleicht immobilienrechtlich, aber faktisch herrschen hier die Amerikaner. Aber in dieser Hochsicherheitszone hier in der Mitte von Berlin, da gibt es sozusagen eine Insel. Und das ist eine sehr interessante Insel der Sicherheit. Und deshalb sind wir hierher gefahren. Wir sind in der Wilhelmstraße, also im Herzen des Regierungsviertels. Und in einem dieser Häuser, in diesem hier, wohnt mein israelischer Kollege Daniel Dagan. Diese Häuser hier werden zunehmend entmietet von den Eigentümern. Genau. Die drängen die Mieter raus. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich dagegen wehrt. Die Häuser sollen später mal abgerissen werden. Es sollen hier Luxushäuser in der Mitte Berlins errichtet werden. Und um die Mieter, alte Mieter wie dich, zu vertreiben, werden hier in den freien Wohnungen Touristen eingemietet. Genau. Das ist die Taktik, die leider, ich muss es so ausdrücken, geduldet oder gar unterstützt wird vom Bezirksamt Mitte und vom Senat von Berlin. Ich habe nun gehört, dass von diesen 950 Wohnungen hier in der Gegend schon 300 für Touristen freigemacht worden sind. Die genauen Zahlen sind uns nicht bekannt, ja. Aber es sind laut Bezirksamt Mitte 257 und laut Hotel selbst in Anzeigen, die im Internet zuhauf erscheinen, 220 Wohnungen. Es wird annonciert als ein sehr großes Hotel. So, jetzt kommen wir zur Sicherheitsfrage. Hier mitten in Berlin. Da hinten, wo ich jetzt hinzeige, ist die amerikanische Botschaft. Steinwurfweite ungefähr. Dahinter der Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor. Dahinter der Reichstag und nicht so wahnsinnig weit weg dann auch das Bundeskanzleramt. Aber vor allem ist die amerikanische Botschaft sehr nah. Wie kommen nun hier, wie wird geduldet, dass hier anonyme Mieter als Touristen in eine so nahe Lage reinkommen, ohne dass man überhaupt weiß, wer das ist? Es geschieht so, dass die Touristen buchen, meist im Internet, kommen zur Zentrale des illegalen Hotels und bekommen ihre Schlüssel. Was müssen Sie? Müssen sich ausweisen? Wird die Identität geprüft? Ich hoffe, dass es der Fall ist, wenn Sie zur Hotelzentrale kommen. Das weiß ich nicht, kann ich nicht prüfen. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass Sie überhaupt nicht geprüft werden können, wenn Sie nachts kommen. Das müssen wir noch mal konkreter machen. Also, wenn hier wir reden jetzt mal von Terroristen, die hier unter dem Deckmantel der Touristen nach Berlin einreisen, die könnten sich theoretisch in der Zentrale dieses Hotelbetriebs mit einem Code einen Wohnungsschlüssel abholen, nachts um 3 in diese Wohnung reingehen. Womöglich vermummt, ja, das ist alles möglich. Dort tun, was sie wollen, niemand weiß, wer es ist, die müssen nur einen Code haben. Sie müssen buchen, wohl mit einer Kreditkarte, irgendeine Kreditkarte geben und dann buchen und dann bekommen sie per Internet einen Code und dann gehen sie hin und können den Schlüssel abholen und jederzeit kommen, 4 Uhr nachts, 5 Uhr nachts, 2 Uhr nachts und das tun sie auch. Das ist unfassbar. Ihr habt ja die Sicherheitsbehörden, glaube ich, darauf aufmerksam gemacht. Wie reagieren die denn? Wir haben es getan. Diese Häuser hier blicken alle auf die amerikanische Botschaft, auch übrigens auf das Büro von Frau Merkel. Und die Schießposition ist gegeben. Das ist unfassbar, wie die Politiker hier einen illegalen Hotelbetrieb unterstützen und dafür die Sicherheit von Berlin, von Deutschland und von den Bürgern vernachlässigen. Die Amerikaner scheinen davon gar keine Ahnung zu haben, oder? Ich habe die amerikanische Botschaft inzwischen auch informiert. Ja. Ich hoffe sehr, dass es ernst genommen wird. Ich denke, hier spielt eine große Rolle das liebe Geld, weil dieses Wohngebiet, dieses Stück Land ist wohl das teuerste Deutschlands. Ja. Viele Menschen sind schon rausgeekelt worden. Das ist die Taktik. Ja. Die Menschen werden rausgeekelt nach und nach. Ja. Und die Politik, es tut mir leid, das nochmal zu sagen, die Politik hilft mit. Die Politik kann es verhindern, will es aber nicht. So, jetzt sind wir in einer der Wohnungen in diesem Wohnblock in der Wilhelmstraße. Du bist Sicherheitsmann, du warst mal beim Militär. Wenn du jetzt hier rüber schaust auf die amerikanische Botschaft, das ist, würde ich mal schätzen, Luftlinie 300 Meter. Ja?
wenn man eine Rakete auf die Schulter nimmt und schießt die darüber, das ist eine Reichweite für eine normale Rakete, oder? Das wäre überhaupt kein Problem für jemanden, der sich gut auskennt und den Umgang mit Waffen kennt. Und übrigens, es gibt Häuser, die viel näher stehen. Und das weiß auch die Polizei, weil sie bei hohen Besuchen, wie Obama-Besuch, bei hohen Besuchen hier in dem Denkmal für die ermordeten Juden, rübergeht hier, zu uns kommt und schreit von unten, bitte Fenster zuhalten für eine halbe Stunde oder für eine ganze Stunde oder für einen ganzen Tag, weil eben Sicherheitsrisiko gegeben ist. So, jetzt haben wir den Blick gehabt auf zwei Machtzentren von Berlin, amerikanische Botschaft, aber noch viel wichtiger, das Kanzleramt dahinter. Da kann man also, wenn man es will, ohne Probleme von da oben schießen oder eine Rakete abfeuern, während die Sicherheitsbehörden Kanaldeckel verschweißen. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Und Daniel Dagan hat ja die Sicherheitsbehörden darauf aufmerksam gemacht. Und ich lese mal aus einer Antwort des Berliner Innensenators Frank Henkel in Klammern CDU vor. Wunderbare, unvergessliche Sätze. Ich zitiere. Eine solche Gefahr liegt nur vor, wenn eine Sachlage oder ein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut schädigen wird. Die anonyme Vermietung führt nicht mit der erforderlichen hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu einem terroristischen Anschlag. Da kann ich nur sagen, die ticken doch nicht ganz sauber.